Alter, fick die Henne, erschreck mich nicht so, du blöde Geisterscheiß. Ich dachte, Alter, was ist das denn für ein Ding? Boah. Funke, was? Dafür braucht man Funke. Oh, die haben das mit Funke-Titanit verbessert. Ach, egal. Schlankwert, Großschwert. Wir werden zwei auch mal aufleveln. Ach, wir werden mal so ein paar Sachen aufleveln. So, nur so ein paar. Nur so ein paar. So, dann gehen wir weiter. Versuch mit Gramm. Was ist Gramm? Gelobt sei die Sonne. Oder meinte wahrscheinlich mit Gewicht. Pass auf, Verzweiflung. Ach ja. Sensestung. Oh ja, vielleicht sollte das Schwert immer in einen in einer Hand tragen. Fällt mir gerade, also in beiden Händen meine ich. Gegen fette Feinde sollte man auch am besten schnelle Waffen einsetzen, nicht dieses fette Riesenschwert. Deswegen gehe ich hier bei den Fesseln mal auf die Uchi-Katana. So. Boah, diese Fliege, die geht mir so auf den Sack. Warum muss ich auf den Fliegen? Warum? Ich meine, ich könnte jetzt auch streamen, aber irgendwie weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt streame, die Lust darauf sehr schnell vergeht und ich dann weiter streamen werde. Deswegen streame ich ja später. Dann nehmen wir auf Stardew Valley auf. Naja, ich brauche für diese mit diesem Schwert natürlich mehrere Schläge, damit das Ding stirbt. Und mit dem Riesenschwert nur 2 oder 3. Nee, hier 5 oder 4, je nachdem. Aber Katana kommt drauf an, dass du schnell hintereinander schlägst, weil dann verdoppelt sich der Blutungsschaden, ja? Und beim Großschwert hat eben. Hast du halt immer nur diesen massiven Berserker-Schaden. Nenn ich mal so. Ich nenn's mal so. Bin falsch, ich muss hier hoch. Ach, der Typ lebt ja auch noch. Da kann schon. Hä, was ist das für ein Geräusch? Kann ich mal hier was abschießen? Na, ich lass mal. Kann ich eh nicht, ich hab keinen Bock, jetzt den Bogen auszupacken. Der hat 10.000 Hitpoints. Es wird doch sterben, da ist kein Bock drauf. Weißt du? Schlecht. Was? Ach ja, genau. Beidhändig nutzen. Schlecht. So. Einhändig macht das Ding natürlich nicht so viel Sinn. Mann, ich hab wirklich vergessen, was war hier überhaupt nochmal? Ich glaube, da war nichts als ein Schatz, oder? Tolle Aussicht. Jo, da hast du recht. Oder war ein Händler? Nein, hier war kein Händler. Wäre aber ein geiler Ort für einen Händler gewesen. Schade. Hey, ist gar nichts. Mehr gerade. Junge, was ist denn hier los? So, pass auf, Heiliger. Ja, oder hier wäre jemand gewesen. Ich weiß nicht, ob da jemand gewesen wäre. Ach, egal. Scheiß drauf. Viel Erfolg, ja. Dann wollen wir mal die Fleischies holen. Oh, ein Ladescreen sogar. Jetzt kommt kein Ladescreen mehr. Okay, jetzt kann ich überspringen. Oh, da war glaube ich zum ersten Mal dieser Ladescreen. Alter, ich der Scheißfliege, ey. Ich will so ein Schwert haben, damit das Ding spalten kann. Fliege natürlich. Boah, die Fliege regt mich auf.
Alter. Alter, ich zermatsch die gleich. Warum müssen Fliegen, Motten und Insekten immer einen um einen herum fliegen und nicht. Die kann auch. Der Raum ist zwar nicht jetzt groß, aber der ist groß genug, dass die Fliege hier woanders hingehen kann und nicht zu mir. Ja, komm her. Boah, ich wollte gerade für einen Moment dachte ich so, ey, der mag uns, der ignoriert uns ja. Der ignoriert uns, das ist ja ein gutes Zeichen. Okay, das fette Schwert ist nicht schlecht. Kommen wir mit dieser Rüstung. Soll ich mal wieder einen anderen Ring? Hart, versteckt Verteidigung bei Angriffen, das ist eigentlich ganz gut. Versteckt Verteidigung, wenn du in den Haar steigst. Denn wir sind immer am Angreifen und kriegen dadurch immer Verteidigung. Okay, tschüss. Tschüss. Jo, die Reichweite ist immer so legit. Jupp, das meine ich mit der Reichweite. Reichweite auf YouTube. Boah, ich kriege ich noch. Dann eben mit der Katana. Beidhändig. Und Phil! Oh. Und. Ja, voll daneben. Okay, ich nehme doch hier das Riesenschwert. Warte mal kurz. Darf ich mal kurz? Ladies. Au. Au. Diese Fliege, ich schwöre, ne? Oh, wir haben gar kein Flakoni mehr. Alter. So, Junge, ich krieg mich nicht auf. So. 1500 Seelen für uns. Und der hat ja auch nicht mehr so viel Leben, also. Weil man kann die Typen nicht auskontern, das ist das Problem. Kann ich die mit Messern bewerfen? Oh mein Gott. Okay, ich gehe erstmal zum Leuchtefeuer. So, ich muss kurz am Ohr kratzen, oder? Dark Souls, du bist mein Freund. Und deshalb bist du mit mir vereint. Nee. Flügel. Aha. Aussteigen brauchen wir fast 20.000 und das dann mal 3, also brauchen 60.000, damit ich die eine Waffe mal ausprobieren kann. So, ich möchte mal kurz was machen. Kann ich Optionen anpassen? Kann ich einen extra Speicherstand machen? Kann natürlich nicht. Ich wollte die eigentlich mal töten, mal sehen, was passiert, aber. If you require it, that is. Eine Seele benötige ich. What is it? What am I? If not for me, what beacon would there be? A gatekeeper and a. Aber wenn wir die töten wollen, gäbe es in der Stadt kein Leuchterfeuer. Oh, gut zu wissen. Wissen zu gut. Total zu wissen. Gelobt sei die Sonne. Da bin ich aber eine andere Meinung, weißt du. Upsala, tut mir leid. So. Ich teste mal eine andere Waffe aus. Das Bastardschwert zum Beispiel. Oder wie viel Ausdauer sieht das denn? Vergleichsweise wenig. Okay, nehmen wir mal das Bastardschwert.
Au. Ich schlag neben sein Schild, aber er meint trotzdem noch nicht zu treffen. Nicht treffbar sogar. Ich glaube, wir machen ein wenig zu wenig Damage. Okay, wir nehmen mal. Das kann ich ja leider nicht benutzen, weil ich keinen Wille habe. Ich glaube nicht an das Schwert, tut mir leid. Wo ist das denn? Riesenhallebarde, yo! Ja, genau das wollte ich. Ich wollte ja das Langschwert benutzen, aber ja. Sondern probieren wir es mal mit diesem Langschwert bei ihm hier. Da. Jo, Junge! ...62 Schaden. Ich möchte mal eine Combo ausprobieren, aber bei ihm klappt das irgendwie nicht. Bei ihm hier. Natürlich machen wir keinen Blutungsschaden wie bei der Katana, das ist das Problem. Junge, checkst du es nicht? Ja, komm her. Komm, hau mir dein Schild. Das Langschwert ist nicht gut genug. Das ist auch Problem. Die Katana macht halt eben ihren Job. Das ist das Problem, meine Freunde. Yippee-yay, meine Freunde. Willkommen hier bei Let's Play Dark Souls. Die Stahlhalbade wird bei dem am besten. Wenn wir nur ein paar Seelen farmen wollen. Nur ein paar Seelen farmen wollen, das ist. Ba-ba-da-ba-bam, ram-bam, ram-bam, ba-ram-bam-bam-bam. Dam-dam-dam. Da-da-da-da-da. Okay, ich wollte was ausprobieren, aber es scheint nicht so zu funktionieren, wie ich wollte. Okay, ja, haut mich in die Wand hinein. Danke. Okay. Ich finde, dass die Kristalle war da eh nicht mehr, weil ich hab keinen Bock. Ich mag ihn überhaupt nicht. Bam 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 bam. Nehmen wir das Riesenschwert. Oder wir nehmen mal. Na, nicht das Riesenschwert. Wir nehmen mal hier. Wo ist denn die. Wo ist denn der Zweihänder jetzt? Hier. Wir holen jetzt mal unsere Seelen wieder. Zusatzsehen, ne? Natürlich Zusatzsehen, das ist immer gut. Ich will auch was ausprobieren. Wir nehmen mal statt dieses Ding hier entfernt Parasiten-Ei aus dem Körper. Wir haben ja eh kein Parasiten-Ei, also. Ne, brauchen wir nicht. Gold hat. Führt eine Waffe der rechten Hand blitzend. So. So, ich weiß nicht, für wie lange? Wir haben auch unser. Dings jetzt mit Schaden. P
Genau. Wie so wegsperrt, wenn die so voll überrascht. Oh, oh, blöd Strom, aua. Boah, diese Fliege, Alter. Ey, ich, Alter. Wenn das hier, Alter, du bist gleich tot, du Scheißfliege. Du bist gleich wirklich so tot. Alter. Yay! Yay! Boah, Alter, die Fliege, ne? Alter, wo ist die Scheißfliege? Wo bist du hin? Da, mein Monitor, ich schnipp's jetzt weg. Scheiße, auf dem Monitor. Boah, die muss immer genau auf dem Monitor drauf liegen. Soll ich die nicht schlagen? Weil wenn ich auf ich hau doch nicht auf meinen Monitor drauf. Alter. Die Fliege. Und ich weiß auch nicht, was für eine Fliege mein Zimmer. Hier gibt's nichts. Hier gibt es nichts. Okay, ein Teller. Mit einer, wo eine Pizza drauf war. Da sind vielleicht zwei Krümel drauf. Ich mag Fliegen nicht. Vor allem nicht, wenn die mich hier auf den Sack gehen wollen, ey. Scheiße. Viecher. Genauso wie du. Du gehst mir auch auf den Sack. Jo, hau mich mit deinem Schild einfach. Ja, hau dein Schild einfach 5 Meter von mir entfernt auf den Boden. Weil du es wahrscheinlich cool findest. Okay, jetzt hat er es cool gefunden. Und triff mich, wenn ich eigentlich hinter dir bin. Macht immer Sinn. Nein, Alter. Hier. Alter. Jo, schlag durch die Wand durch. Das macht dir bestimmt richtig viel Ehre, dass du cheaten kannst. Blödes Kackding. Na komm doch her. Meine Waffe ist geladen. Wie ich gerade. Weil diese scheiß Fliege mir gerade wieder auf den Nerv geht. Genau, dreh dich in der Luft mal wieder. Schon wieder, ich bin ausgewichen, oder trifft mich trotzdem? That's why I love you, Dark Souls. Schon wieder, ich bin ausgewichen, oder trifft mich trotzdem? Und diese Energieladung bringt wenig bei denen hier, zumindest. Ich kann ja gar nicht nichts machen. Vor allem der hält sein Schwert nicht mal so, sein Schild nicht mal so deck und der hält es einfach nur. Und trifft mich trotzdem. Und ich treffe nur sein Scheißschild. Und wenn ich ihn treffe, dann dreht er sich. Also wenn ich hinter ihn gehe, dreht er sich auf der Stelle, ohne sich irgendwie zu bewegen. Was eigentlich Sinn machen würde, dass er sich vielleicht mal drehen muss, seine Beine bewegen. Nein, er dreht sich einfach so auf der Stelle. So. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und das meine ich gerade. Boah, dieser Fliege!
Alter, ich zerstöre die Fliege gleich, im Ernst. Wo bist du, du scheiß Kack? Das ist auch eine Grund, warum ich es nicht schaffe, weil die Fliegen immer wieder auf den Kopf oder ins Gesicht, in die Nase, ins Auge oder so fliegt. Weil, keine Ahnung. Ja, so diese Fliege. Oh nein, oh nein. Fliege, 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 Fliege. Flüge, ja, ich will hier nochmal Waffe verstärken. Kleine Schärfe, ja. Jo, treff mich, obwohl du mich nicht getroffen hast. Beidhändig muss ich das machen. Bringt ein bisschen mehr. Man kann ja immer noch parieren. Naja, auch wenn das nicht sehr hilfreich ist. Oh, diese Fliege! Mit der Fliege habe ich jetzt ein Haar im Gesicht. Also, ein Haar hängt runter und eine Strähne hängt mir gerade in die Fresse, Alter. Ja, genau. Schlag über mir drüber und dabei läufst du von mir weg und treffe ich trotzdem. Gleich ist los, Alter. Gleich ist los. Fliege, jetzt ist sie wieder weg. Ich sehe die nirgendwo, ne? Jetzt ist wieder mein Kopf Ah! Die Folge wird schon Fliege heißen, Kapfolge, weil ich jetzt schon. Ich hasse Fliegen. Fliegen. Ich hasse Fliegen. Denn die können Kinder kriegen. Warum muss es denn Fliegen geben? Kann man sie nicht einfach zerstören und betören? Nein, das kann man wohl nicht. Denn du bist ein Arschgesicht, du scheiß kleine Fliege. Und der Typ ist dumm, denn der hat ein langes Gewehr in seinem Verkehr. Und ich komm mit meinen Kiebeling und singe dir ein Lied dahinter. Wir wissen, er muss pissen. Und dann kommt der alte Sack angerannt. Macht mal schnell in Brand, denn er will Kiebeling. Sofort. Doch wir alle wissen, der richtige Kiebeling ist Curry. Der muss immer kommen. Aber Harry. Denn ich wohne zwar näher an Kiebeling-Stand als er, aber egal.
könnt ihr mal vorbeifahren bei Kibbeling. Ja, genau, bei Kibbeling. Bei Curry. Was war das für eine lahme Ausweichaktion, bitte? Ah ja, wir sind jetzt auch schwerer, weil wir gerade die helle Bade ausgerüstet haben. Mit. Du, wir können gleich ein Level aufleveln. Leveli. Jo, er ist. He smashes geil. Jo, ich schlitz ihn durch die Eier. Und er. Jo, genau. Ich hab ihn mit meiner starken Attacke getroffen und er kriegt keine Treffer zugewiesen, Alter. Fick die alle, diese Fliege! Und ich habe keine Fliegenklatsche, weil wir eigentlich nicht. Nicht so oft Zwiebeln, genau. Nicht so oft Fliegen dabei haben. Aber jetzt ist die gerade voll am Nerven. Ich will die Fliege nie wieder hier sehen und sind gleich los. Oh Gott, oh Gott. Fliegeli, du. Wo ist der Sonderboot? Zug nach Bango. Danke. Okay. Ja, okay. Jo, als wenn er einfach mal. Okay, das war jetzt irgendwie zu einfach. Das war wirklich irgendwie zu einfach. Weißt du, ich habe jetzt keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen. Wir machen das einmal und dann. Ne? Ja. Da. So, wenn ich wille, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Abwehr. Gewinne. Einmal abräumen, bitte. Gewinne. Der Wille. So. Wir gehen jetzt mal einfach weiter. Ja. Ja. Hey. Oh. Let's go. Let's go. Kann ich gar nicht runterjumpen. Schade. Oder? Jo, jetzt auf einmal doch. Okay. Bam, 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 bam. Oh, das Rendern ist fertig. Ja, geil. Die gesamte Performance ist jetzt fürs Aufnehmen und das Spiel. Ja, gerade von 60% auf 54, 40. Okay. So. Dubstep Intro. So ist das angenehm. Wupp. Dedede. Wupp. Waren wir hier unten? Waren wir da unten überhaupt schon? Überhaupt schon. Ich glaube doch, dann kommen wir zur Eingangshalle von diesem Ding. Aber hier ist nirgendwo eine. Ich hätte gerne mal einen. Warum kann hier nicht ein Leuchtefeuer sein? Oder ist ein. I don't know. Ja, das ist die Halle mit dem mit den Leuten. Oh. Ich werde mal das fette Ding hier ausprobieren. That was he said before he. So bist du entstanden, so.